Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mir hier mal ein ganz großartig tolles Produktpräsentations-Setup zusammengebaut. Bin ich nicht kreativ? Davon abgesehen steht die Kamera im Trocken und ich, naja, zumindest so halbwegs. Sollte es also gleich wieder anfangen zu regnen, bin ich bereit. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar Dinge und lade dann die Videos dementsprechend nach und nach hoch, damit ich mal ein bisschen was vorproduziert habe, wenn mal ein bisschen stressig ist. Und zwar, die Teile hier habt ihr möglicherweise schon mal gesehen. Ist jetzt wirklich nur eine ganz kleine, ich will euch das einfach nur mal zeigen, Runde in diesem Video. Das sind die Bundeswehr-Lederhandschuhe. So findet man sie jedenfalls auf in Google, bei verschiedenen Versandhäusern von Amazon bis oder Amazon, ich weiß bis heute nicht, wie man die korrekt ausspricht, bis, wie heißt es, ASMC und verschiedene andere Bundeswehr-Ausstatter, die halt online versenden, haben die Teile auch. Die sind derzeit für rund 5 Euro zu haben, je nachdem, wo man guckt. Bisschen teurer, bisschen billiger. Das günstigste, was ich gefunden habe, war 4,50 Euro. Bei rare.de. Jetzt kommt der Wind. Naja, ich hoffe, man versteht mich noch. Finde die wirklich super. Habe mal geguckt, was so die Bewertungen im Internet dazu so sagen. Die sind sich relativ einig, dass das wohl angeblich tolle Arbeitshandschuhe sein sollen. Mack. Ich persönlich bin der Meinung, dafür sind sie fast ein bisschen zu schade. Ich habe 2 Paar inzwischen. Ich habe beide Male mit der Bestellung Glück gehabt. Das ist ja immer so ein bisschen ein Glücksspielcharakter, wenn man sich so gebrauchte Ausrüstung bestellt. Kriegt man jetzt irgendwelche besonders schönen Artikel oder erwischt man den Mist? Ja, also ich bin sehr zufrieden. Die haben jetzt keine erwähnenswerten Makel dran. Vielleicht höchstens hier noch irgendwo da so mini. Wenn man das als Makel betrachten möchte. Ich würde es jetzt einfach mal als normal innerhalb des Zusammennähens von so einem Lederhandschuh ansehen wollen. Ich glaube, irgendwo war in der Innenseite noch ein winzig kleines Kratzerchen und das war es dann aber auch. Also wirklich nichts, was in irgendeiner Form die Funktion beeinträchtigen würde. Und bei der Optik, da musst du schon wirklich ganz genau hingucken und die Dinger in der Hand haben, beziehungsweise an der Hand haben, um da irgendeinen Makel zu erkennen. Aber wie gesagt, bei so Gebrauchtkaufen, Käufen, muss man ja immer ein bisschen schauen. Mal hat man Glück, mal hat man nicht so Glück. Jo. Finde die von daher toll, weil A ist es Leder, das ist ein Naturprodukt und ich renne sehr gerne mit Naturprodukten rum. B finde ich die toll, weil sie ja offensichtlich gut verarbeitet sein müssen, weil die sind ziemlich alt. Das kann man dann schön sehen, wenn man sich hier mal einen Blick auf das Etikett im Inneren riskiert. Und da seht ihr 99. sind sie hergestellt worden. Das ist das Herstellungsdatum. Heißt, diese guten Dinger hier sind jetzt dann so im September, im November sind sie dann 17 Jahre alt, oder? Schon, ne? Ja, kommt hin. Oder 16? Ich kann wieder nicht rechnen. Also meiner Meinung nach ein hervorragender Waldhandschuh für immer dabei haben, so in der Hosentasche der Waldhose, wenn man mal mit Brennnesseln hantieren will, wenn man mal ein bisschen was schnitzen will, wenn man mit Holz hantieren will und so weiter. Sie bieten ein gewisses Maß an Schutz. Sie sind jetzt kein richtiger Panzerarbeitshandschuh und die Dinger sind wirklich auch nur dünn. Wie man hier auch ganz schön sehen kann und wenn man das so vielleicht mal hält, sie sind auch nicht besonders warm, aber ich finde die echt toll und dazu, davon abgesehen, finde ich es auch noch wirklich ganz schick. Das sind ursprünglich die Ausgehhandschuhe gewesen, also vom Dienstanzug, also diesen etwas schickeren Anzug. Ich hatte noch genau solche auch bekommen gehabt, damals dienstlich geliefert, die man dann halt zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo man stylisch gekleidet sein muss, tragen soll, sofern es dann halt vorgeschrieben ist. Ich vermute, das ist der Grund, weshalb die momentan noch in großen Stückzahlen und für wenig Geld und in hervorragendem Zustand eben zu haben sind im Gebrauchthandel, weil das mal befohlen wurde, dass man diese Dinger hier anziehen soll, kam so gut wie nie vor. Und wenn es nicht befohlen wurde, durftest du sie ja nicht anziehen, weil sonst hast du ja Eigenmächtigkeiten in der Uniform. Und das geht ja natürlich nicht. Sprich, das ist wahrscheinlich einer der am wenigsten genutzten Ausrüstungsgegenstände, mal abgesehen von den Hosenträgern, die man als Soldat so bekommen hat. Und das erklärt natürlich, warum von denen jetzt noch viele übrig sind. Wenn man es jetzt allerdings so anziehen kann, zu anderer Klamotte, wie auch immer, hoppala, dann schaut die Sache natürlich ganz anders aus. Und dann bin ich von den Teilen auch relativ begeistert.
Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht damals schon gut gefunden habe. Ich habe sie einfach zu selten in der Hand gehabt. Ich habe die Dinger quasi damals in den Spind gepackt, so im Rest vom lustigen anderen Anzug. Und ja, dann war der halt weg, das Zubehör zum lustigen anderen Anzug. Oder hatte ich es in die Tasche von dem gesteckt? Ich glaube, ich habe es in die Tasche davon gesteckt. Hab das Teil, glaube ich, viermal angehabt oder was. Demzufolge hatte ich nur viermal die Handschuhe dabei und kein einziges Mal war befohlen, dass man sie tragen darf. Und ich denke, wie gesagt, mit diesem Ereignis, dieser Umgehensweise mit diesen Handschuhen bin ich nicht allein, was halt wirklich den hervorragenden Erhaltungszustand, ich halte euch das Teil mal spaßeshalber wirklich nah an die Kamera, damit ihr mal sehen könnt, wie schön das Leder noch ist. Ja, das würde eben meiner Meinung nach den hervorragenden Zustand von den Dingern echt erklären. Also da ist nichts dran, die sind wirklich super. Vielleicht noch mal kurz zum Futter, soweit ich das jetzt mal ein bisschen aufkrempeln kann. Kann man es hier. Hier haben sie, ja, das ist manche Modelle, nicht alle. Also mein zweiter hat das nicht, haben hier noch so einen Gummizug, damit sich das noch ein bisschen ums Handgelenk zusammenzieht. Ist aber nur minimal. Und wenn man ein Mensch mit dünnen Handgelenken ist wie ich, dann ja, merkt man das quasi nicht. Aber es verbessert die Passform so ein bisschen geringfügig. Und was ihr hier an Futter sehen könnt, diese leichte ja, Befließung, wenn man das so nennen möchte, das war es auch schon. Das ist irgendeine Kunstfaser. So viel habe ich rausgefunden. Fühlt sich gut an auf der Haut. Leitet auch ganz gut den Schweiß ab. Ich habe die jetzt auch schon bei schweißtreibenderen Aktivitäten angehabt. Das wird gar nicht so einfach nass, weil Leder hat ja auch natürliche Poren und die Belüftung in diesen Handschuhen ist dementsprechend gut. Die sind also auch durchaus was für den Sommer, wenn man irgendwie dann halt wirklich mal richtig schweißtreibend arbeitet, aber Handschuhe zum Schutz tragen möchte. Mir sind sie ja nach wie vor zu schade für Tätigkeiten, wo man so richtig, richtig, richtig die Hände belastet. Also so als Grundschutz, ja, als, keine Ahnung, Holzhacken oder Holzscheite in der Gegend rumreißen und solche Dinge, wo man wirklich die Hände massiv belastet, da wären sie mir zu schade. Da würde ich dann irgendwelche, boah, billigen Arbeitshandschuhe aus dem Baumarkt, Gartenhandschuhe, irgendwie sowas verwenden wollen. Aber so als Standardhandschuh zum im Wald dabei haben, die top. So, was ich dienstlich nie das Glück habe, Glück hatte, besitzen zu dürfen, schweres Deutsch heute, sind die gleichen Handschuhe in der Winterausführung. Man kann sehen, die sind ein bisschen öfter benutzt worden, haben meiner Meinung nach fast schon so ein bisschen was von einfachen Motorradhandschuhen. Also ich habe jedenfalls schon Motorradfahrer gesehen, die sowas hatten. Nicht, dass ich Motorradfahrer besonders mag, ne? Wie dem auch sei, die finde ich eigentlich auch nochmal sehr, sehr schick und die sind im Gegensatz zu den Standardschuhen, also oberer Material genau das gleiche, da brauche ich nicht viel mehr zu sagen, sind sie mit so einem tollen Druckknopf hier ausgestattet, der in meinem Fall wirklich keinerlei Funktion hat, denn ich demonstriere euch das mal. Ich habe den Handschuh an, ich mache den Druckknopf zu. Und da man ihn nur an dieser einen Stelle befestigen kann, hat das überhaupt keinen Einfluss darauf, ob ich den Handschuh ausziehen kann oder nicht. Also beziehungsweise ein ganz winziges bisschen, na, wieder scharf stellen, ein ganz winziges bisschen enger sitzt er dann schon damit quasi ums Handgelenk und man verliert ihn nicht, wenn man die Hand nach unten hält. Jetzt ist der zweite runtergefallen. Aber die Funktion hält sich in Grenzen, sieht meiner Meinung nach aber optisch schon nochmal ein bisschen ganz gut aus. Und also ich finde die wirklich schick, diese Handschuhe. Also sowohl das Winter- als auch das Sommermodell. Mag es, dass die sich eben doch relativ, dass die relativ eng ausfallen. In ja, allen Größen eigentlich. Die sind einfach entsprechend eng geschnitten. Selbst wenn man eine große Größe nimmt und gar nicht so große Hände hat, dann kann man damit noch einigermaßen was anfangen. Das weiß ich, weil ich mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Händen mal getestet habe und das für diversen Menschen mal einfach in die Hand gedrückt habe zum Anziehen, dass man einfach da mal ein bisschen einen Vergleich bekommt. Wie schaut denn das aus und so weiter. Ja, und die sind jetzt nun leicht gefüttert. Man kann es auch erkennen, so im direkten Vergleich der Handschuhe, dass dieser hier halt schon noch mal eine Ecke leichter und weniger massiv dann auch ist. Der wiegt natürlich auch noch mal weniger und wäre dann halt als universeller immer in die Hosentasche Steckhandschuh natürlich noch mal prädestiniert. Die hier sind dann aber schon wirklich auch wärmend. Also das Ding schon fast gar nicht. Also bei einem Wetter, bei dem man normalerweise sagen würde, boah, ich brauche nicht unbedingt Handschuhe, da sind sie dann natürlich noch warm genug. Bei einem Wetter, wo man sagen würde, ich brauche Handschuhe, da reichen die dann in jedem Fall schon mal nicht mehr. Also die sind nur dann als wärmende Alternative zu empfehlen, wenn man ohnehin schon denkt, man braucht keine. Und die würde ich jetzt so als, ja,
Also ich persönlich würde jetzt sowas anziehen, solange wir uns jetzt irgendwo im Bereich 6 bis 3 Grad oder was befinden. 3 Grad ist bei mir so immer die Grenze, wo ich dann der Meinung bin, tatsächlich Handschuhe anziehen zu müssen zum Rumlaufen, nicht zum Fahrradfahren. Weil ich beim Laufen ohnehin, also beim Gehen, ohnehin gern die Hände mal in die Hosentasche stecke und da variiere ich dann halt mal. Dann sind sie halt mal ein bisschen draußen, dann werden sie kalt, dann kommen sie wieder in die Hosentasche, dann sind sie wieder draußen. Und deshalb bin ich jetzt gar kein so großer Handschuhfreund bisher gewesen, bis ich jetzt halt eben diese Dinger hier und diese Dinger hier entdeckt habe und bin da sehr begeistert von. Die Winterhandschuhe, die sind mittlerweile schon ein bisschen knapp. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei Bundeswehrausrüstung gebrauchter Art. Irgendwann ist sie alle und man bekommt sie nicht mehr, also zumindest nicht das Originalzeug. Und die hier sind eben, wie gesagt, da muss man sich vielleicht schon fast ein bisschen sputen. Deshalb sind sie auch inzwischen wegen Angebot und Nachfrage, ne? Nicht mehr ganz so billig, kosten 15 Euro. Ist zwar immer noch nicht teuer für einen guten Volllederhandschuh, überhaupt nicht, aber verglichen mit den absolut lächerlichen 5 Euro für die nicht gefütterten Exemplare, ist es halt kein so krass gutes Angebot. Also nicht, dass ich mich irgendwie beklagen möchte, finde die auch hervorragend. Zustand, ihr seht's, die sind ein paar Mal mehr getragen worden, die sind einfach ein bisschen faltiger. Man sieht, die sind benutzt worden, aber auch da liegen sie gut eng an. Spannen, gerade wenn man eben Fäuste bildet, das mag ich, schön um die Knöchel und sitzen dann halt auch wirklich gut eng und dann hat man eine zweite Haut im Prinzip. Innenmaterial sieht genauso aus wie bei den anderen. Ist aber eben gefüttert. Sprich, da sitzt jetzt unter dieser Schicht, die man sehen kann, noch eine leichte Wattierung drunter, dass die noch ein bisschen wärmer sind. Design finde ich halt wirklich schick. Also mir gefallen die ausgesprochen gut und ich mag halt auch diesen Leder-Look, beziehungsweise, dass es Leder ist, ein Naturprodukt. Ich mag Naturprodukte, schlicht und ergreifend. Und ich meine, guckt mal, was ein neuwertiger Lederhandschuh in beliebigen anderen Handel kostet. Die sind erheblich teurer und da ist das wirklich eine hervorragende Investition, preis-leistungstechnisch. Das Doofe ist halt eben nur, und da möchte ich euch jetzt nochmal jetzt auch vorwarnen, jetzt nachdem ich genug davon selber besitze, guckt, dass ihr euch das Ganze schnell zulegt, wenn ihr sowas haben wollt. Nicht, weil ich möchte, dass ihr euch das kauft, das ist mir im Prinzip scheißegal, aber wenn ihr das haben wollt, dann würde ich irgendwie ja, an eurer Stelle mich ein kleines bisschen beeilen, weil wie immer bei gebrauchten Bundeswehrkrempel, wenn er alle ist, ist er alle. Ein Beispiel übrigens, was ich mit Interesse verfolgt habe, ist die Bundeswehr-Zeltbahn, mit der man sich halt eben dieses großartige Bundeswehr-Zeltchen zusammenbauen kann, was ich irgendwie cool finde, auch wenn es dafür wenig objektiv nachvollziehbare Gründe gibt. Aber die sind jetzt zum Beispiel 5 Euro teurer geworden. Ich kann das nur als, es gibt nach wie vor Nachfrage, aber die Teile werden knapp interpretieren. Also sprich, so langsam, irgendwann sind die alle. Ich habe auch für meinen Bedarf genug davon, deshalb darf ich jetzt sowas auch sagen, ohne Angst haben zu müssen, dass mir jemand das Zeug wegkauft. Ja, das also zu diesen Handschuhen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.